Ja, schönen guten Morgen, liebe OMs. Ich meine, als erster Vortragender hat man natürlich immer das Problem, auch rechtzeitig herzukommen. Ich bin also extra gestern angefahren. Ich muss sagen, ich kenne diese Tagung seit 1986. Da war ich zum ersten Mal hier. Zwar nicht in diesem Raum, sondern noch da vorne. Mikrofon ist an. Ist es jetzt besser? Okay. Und zu meiner Ausbildung oder auch an den vorherigen Vortrag anzuknüpfen. Ich habe also an der TU Braunschweig Elektrotechnik studiert auf die alte Art und Weise. Das ist jetzt schon über 40 Jahre her. Bin also inzwischen auch Rentner. Nach einem Leben in der Industrie und letztendlich bei einer Forschungseinrichtung in Hamburg, und letztendlich habe ich eben mein Hobby zum Beruf gemacht, sprich meinen ersten Job habe ich auch deshalb bekommen, weil ich praktische Erfahrung hatte als Funkamateur und als Entwickler von eigenen Funkgeräten. So, und damit kommen wir jetzt zum Thema. Das ist dieser kleine Einbandtransceiver BITX40 von einem indischen Funkamateur entwickelt. Das Ding sieht so aus als Platine. Es gibt noch eine zweite Platine, die habe ich inzwischen ein bisschen verbessert, weil mir natürlich auch ein kleines Missgeschick passierte. Da ist ein kleiner Controller drin, dessen Eingänge nicht geschützt sind. Das heißt, wenn die irgendwo 12 Volt sehen, sagt der Controller, Dankeschön, ich gehe in die ewigen Jagdgründe. Und das ist mir leider bei meinen Messungen auch passiert. Ich kann deshalb nicht über alle Messergebnisse berichten, die ich eigentlich vorhatte, vor der Tagung durchzuführen. Ja, kommen wir zum BITX40. Dann will ich so ein bisschen von der Historie auch erzählen. Es hat also ein indischer Funkamateur, Asha Farhan, entwickelt. Vor circa 14 Jahren kam er zum ersten Mal heraus auf seiner Homepage. Es war damals der sogenannte BITX20, also ein kleiner Transceiver, QRP, vielleicht 5 bis 10 Watt Ausgangsleistung für 20 Meter Amateurfunkband mit einem analogen VFO. Und BITX deshalb, weil er die Verstärkerstufen für Sende und Empfang direkt zusammenschaltete. Und damit konnte man eben ohne Release praktisch diese Verstärkerstufen in beiden Richtungen betreiben. Deshalb BE ist eben bipolar oder bidirektional. Ja, es gab eine Yahoo-Gruppe, BITX20, da kann man mal googeln, die ist inzwischen auf einen anderen Hoster verschoben worden, weil Yahoo wohl doch Probleme macht. Das ist jetzt diese Gruppe Groups.io, aber dort kann man auch den BITX20 finden. Und leider oder zum Glück sind dort eben auch die ganzen E-Mails für den BITX40 und den MÜ-BITX zu finden. Und ja, der BITX20 wurde zum Leiterplattenmachen eigentlich vorgestellt. Es gab dann von einem anderen indischen Funkamateur auch einen Bausatz für relativ wenig Geld mit ganz normalen Bauteilen. Dann hatte der gute Asha Farhan gesagt, ich will das für die indischen Funkamateure eine 40-Meter-Version herausbringen, nur für die Inder gedacht, relativ billig. Und plötzlich Ende 2016 kam er dann heraus, ja, ich verkaufe es auch an die allgemeine Amateurfunk-Community. Und wenn man sich dann mal den E-Mail-Verkehr anguckt, der dann plötzlich herauskam, das war ein Riesenrun auf diese kleine Platine mit dem BITX40, das heißt, das ist ein 40-Meter-Transceiver, für SSB gedacht, Ausgangsleistung ungefähr 7 Watt. Ursprünglich gedacht natürlich wieder mit einem analogen VFO, aber er hat dann sich doch etwas anders entschlossen, einen kleinen Chip zu nehmen, der das Signal erzeugt.
angesteuert von einem Arduino und Nano. Deshalb nannte er diese zweite Baugruppe Raduino. Und das ist diese kleine untere Platine mit dem LCD-Display. Die Abstimmung ist also sehr abenteuerlich nach meiner Art. Ich hätte gedacht, naja, man nimmt einen Encoder, dann kann man die Frequenz schön einstellen. Nein, er nimmt ein Potentiometer, macht auf dem Arduino Nano eine AD-Wandlung, gibt die Werte dann auf diesen SI5153 und steuert damit die Frequenz. Der Vorteil ist, also zunächst habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Was soll das? Weil durch das PODI ist man natürlich auch im Frequenzbereich beschränkt, aber er stimmt in nur einen Bereich von ungefähr 10 kHz. Er muss natürlich feinstimmig abstimmen und mit einem normalen PODI mit 360 oder 270 Grad Drehwinkel kann man vielleicht 10 kHz fein einstellen. Was er allerdings macht, wenn man an die Grenzen kommt, 0 oder 5 Volt, dann wird der VFO schnell weitergestimmt. Das heißt, man kann sehr schnell über das Band stimmen, ohne jetzt wirklich in 10 Hertz-Schritten da jetzt durchrattern zu müssen. Das ist ein Vorteil. Es gibt einen anderen Nachteil, den mir dann bei den Messungen aufgefallen ist, aber darüber werde ich dann später sprechen. Technische Daten. Tja, das Einzige, was man weiß, hohe Empfindlichkeit des Empfängers, Sendeleistung 7 Watt. Das war's. Die Verdrahtung ist relativ einfach. Es gibt also, wie man hier sieht, so farbige Kabel. Die braucht man eigentlich nur an die entsprechenden Bauteile anlöten und kann also relativ schnell dann das Gerätchen in Betrieb nehmen. Was man machen muss, einen Lautsprecher muss man noch dazu kaufen. Den hat man eventuell auch irgendwo in der Bastelkiste noch. Die HF-Buchsen, dann die Stromversorgungsbuchse wird mitgeliefert. Eine kleine Buchse mit für das Mikrofon ist dabei, eine kleine Elektretkapsel ist dabei. Man müsste dann halt praktisch nur ein kleines Rohr nehmen, um dann diese Kapsel dann einzubauen. Ein Schalter ist auch dabei, dass man also PTT hat und das war's. Ja, von dieser Platine, die nach Angaben von Asha Farhan von indischen Frauen per Hand zusammengelötet wird, in SMD-Technik, ja, das sind Bauteile in der Größe 1206. Trotzdem, ich meine, die Platine ist relativ gut bestückbar und für einen Preis von 59 US-Dollar, da muss man sagen, das Ding muss ich haben. Und so haben eben viele Leute diese Platine bestellt. Ich meine, es sind so an die 1000 Leiterplatten verkauft worden. Und dann kam natürlich in der Gruppe die Frage auf, ja, wie verdraht ich es nun? Und dann gab es Probleme, kaputte Arduinos, wie es mir auch passiert ist. Dann der Endtransistor fängt an, plötzlich einen Klappstuhl zu machen, etc. Ja, so ist die Verdrahtung, die kann man auf der Homepage von HF Signals sich herunterladen. Da gibt es auch eine Anleitung, wie man das macht. Was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, ist, dass man auch die HF-Verbindung hier von dem Raduino, diese rote und braune Leitung, das sind ganz normale Kabel. Die führen HF und zwar ein Rechtecksignal mit 5 MHz plus Oberwellen. Und das auf so einer Platine herum, also das finde ich nun wirklich nicht gut. Auch die Antenne über ein ganz normales Kabel. Deshalb habe ich bei meinem Gerät gesagt, nee, das will ich nicht. Ich habe dann also kleine SMA-Buchsen eingelötet und auch der Raduino hat hier unten eine Buchse, wo ich das HF-Signal rausführe. Und dann mit einem schönen RG 174 Kabel SMA-Buchsen dann miteinander verbinde. Ja, so sieht das Ding aus. Ja, technische Daten, wie gesagt. Der BETX40 ist ein Einmann-Transceiver, 7 bis 7,3 oder 7 bis 7,2 MHz. Der VFO schwingt unterhalb auf 5 MHz.
dann die Empfindlichkeit des Empfängers ist nicht angegeben. Ich habe gemessen, 20 dB SINAT, 1 Mikrovolt, das ist eine sehr gute Leistung. Bandbreite 2 kHz ist eventuell ein bisschen klein, könnte ein bisschen größer sein. Betriebsart, ursprünglich nur das untere Seitenband, LSB. Dann gab es aber von einigen Funkamateuren, vor allen Dingen P1NWL, Aldert Munters, doch eine erhebliche Modifikation der Firmware. Er hat also sich sehr stark involviert, hat dann auch CW-Betrieb mit ermöglicht, mit Modifikationen natürlich. Und die Sendeleistung ist mit 7 Watt angegeben. Ich habe in meinem Vortrag angegeben, ich werde auch etwas über den MÜ-BETX vorstellen. Ich habe mein MÜ-BETX für 109 US-Dollar Anfang dieser Woche bekommen. Das ist so ein Cashlet, da sind auch wieder alle Bauteile drin, 2 Leiterplatten und Zubehör, dass man das auch verdrahten kann. Ich habe es noch nicht gewagt, das Ding zusammenzubauen und auszutesten. Für den MÜ-BETX ist angegeben Frequenzbereich 500 kHz bis 30 MHz, also alle Frequenzbänder. Das ist ein Doppelsuper mit der ersten ZF von 45 MHz. Die erste ZF wird mit einem zweipoligen kleinen Quarzfilter herausselektiert. Das war vorher in der vorigen Version, die der gute Ascher da entwickelt hatte, ein diskret aufgebautes Bandfilter, natürlich ein Scheunentor dann, weil mit normalen LC-Filtern endlicher Güte kann man natürlich keine 12 oder 20 kHz Bandbreite erreichen. Und was er auch gemacht hat, er hat alle Überlagerungssignale, nämlich für die erste ZF, für die zweite ZF, ist wieder 12 MHz und für den BFO nimmt er einen Chip, den SI3551, wobei ich gewisse Bauchschmerzen auch habe, weil, ich meine, man muss sich vorstellen, in einem Chip kommen 3 Frequenzen raus. Da gibt es auch sicher irgendwelche Übersprechungen und damit dann irgendwelche Phantomsignale. Das andere ist, wenn er die Umsetzung von der ersten auf die zweite ZF mit 57 MHz macht, 57 MHz ist aber in dem Bereich des ersten VFO drin, dann muss es doch auch irgendwie ganz fürchterliche Dinge geben. Ja, der Trick ist aber, er schaltet nämlich die zweite Überlagerung um, wenn er über 10 MHz rausgeht. Dann schaltet er nämlich auf 33 MHz um, dann ist er weit weg und dann gibt es diese Probleme hoffentlich nicht. Es sei denn, dass jetzt irgendwelche Oberwellen des ersten und des zweiten VFOs und des BFOs sich irgendwo mischen und dann irgendwo über irgendwelche Wege dann wieder hineinfinden und Pfeifstellen erzeugen. Ja, beim BETX40 hat der PE1NWL sehr viel getan. In Bezug auf Firmware-Update. Ich habe meine Messungen zunächst eben mit der Originalversion von dem Ascher Fahren gemacht. So, dann habe ich mal ein Blockschaltbild mir generiert. Man sieht den RX vorne einen Bandpassfilter, allerdings mit Spulen gemacht mit sehr hoher Güte, nämlich kleine Ringkerne. Dann kommt ein Vorverstärker, wo ich dann auch schon Bauchschmerzen bekam, weil warum muss man Vorverstärker haben? Das ist nämlich dieser bidirektionale Verstärker, dann ein doppelt balancierter Mischer, diskret aufgebaut. Wieder ein Verstärkerstufe, dann ein vierpoliges Quarzfilter, wieder ein bidirektionaler Verstärker, ein 4 dB Abschwächer und ein Gegentaktmischer als BFO, als Balance-Demodulator. Und dann gibt es 2 Stufen, eine Stufe AF Preamp und ein LM386 als Endverstärkerstufe. Und im Sendezweig sind eben ein Vorverstärker, eine Treiberstufe und eine Endstufe mit dem Billigtransistor IRF510 und einem Tiefpassfilter. Umgeschaltet wird Sendeempfang über ein Relais. Gut. Es fällt auf, dass eigentlich relativ wenig Verstärkerstufen im HF-Zweig sind. Und ich habe mich immer gefragt, wie komme ich denn auf meine Empfindlichkeit? Wo sitzt die eigentliche Verstärkung? Und wo sitzt die AGC? Ja, AGC gibt es nicht.
Das war auch schon beim BETX 20 der Fall und es ist auch beim MÜ-BETX der Fall. Und was natürlich dann viele Funkamateure anfingen, ja, wir brauchen doch eine AGC und fingen dann an, praktisch vor dem Potentiometer zur Lautstärkeeinstellung da irgendwelche ganz abenteuerliche Schaltungen einzubauen, um doch zu verhindern, dass es Verzerrungen gibt. So ganz ist es allerdings nicht gelungen. Ich will auch sagen, warum. Ja, der Schaltplan ist natürlich hier sehr schlecht abgedruckt. Das ist auch aus der Quelle eben von HF Signals. Ich habe es in meinem Manuskript nicht erstellt. Man kann es direkt eben von der Homepage da runterladen. Man sieht im Eingang hier das Eingangsbandfilter, dann eben diese einfachen Verstärkerstufen, die einfach gegeneinander verschaltet sind. Ein Ringmischer, diskret aufgebaut. Dann wieder Verstärkerstufe, das vierpolige Quarzfilter. Und dann geht es raus auf den Vorverstärker, der ist da hier unten. Da kommt der Endverstärker. Auf der anderen Seite ist es eben der Mikrofon-Vorverstärker, der dann auch auf den Balance-Modulator geht. Wichtig ist, bei der neuesten Version ist dieses Podi, mit dem man die Balance einstellen kann, weggefallen, weil da ist eine Doppeldiode drin. Und was auch auffällt, ist, dass das Tiefpassfilter mit sehr kleinen Ringkernen bestückt ist. Und wenn man da 7 Watt drüber schicken will, ich weiß nicht, ob da nicht die kleinen Ringkerne nicht irgendwann vielleicht doch in die Begrenzung gehen. Auf jeden Fall darf man nicht mehr als 5 bis 7 Watt machen, sonst gibt es da sicher Probleme. Das ist der Arduino, aufgebaut auf dem Arduino Nano. Die Versorgungsspannung 3,3 Volt für den SI5351 wird einfach aus dem Arduino Nano genommen. Da habe ich auch schon Bauchschmerzen, weil ein Mikrocontroller macht ja sicher eine Menge Störsignale und die versorgen auch die Versorgungsspannung und das dann auf den kleinen Chip zu geben, muss nicht sein. Das andere ist der SI5351 mit 3,3 Volt betrieben. Seine Digitalsignale, nämlich I2C, wie man es so schön nennt, haben aber einen Pegel von 5 Volt. Andere Hersteller von diesen kleinen Boards für diesen SI51 wie Adafruit oder Etherkit oder dieser griechische Funkamateur bauen da Pegelwandler ein. Die werden hier einfach ausgelassen. Ich weiß nicht, ob das laut Datenblatt zulässig ist. Ich habe da Bedenken. Ja, dann der bidirektionale Verstärker. Ich habe also auf der UKW-Tagung Weinheim im letzten Jahr über den BETX berichtet und wollte meine Deluxe-Version vorstellen, die ich auch schon zumindest per Layout mal erstellt hatte, wo ich so gewisse Dinge rausgemerzt hatte, aber ich habe das Ding noch nicht aufgebaut, sondern erstmal auch dort Simulationen gemacht und festgestellt, naja, dieser Verstärker kann so bis minus 0,6 dBm einigermaßen linear ausgesteuert werden. Dann beginnt das Ausgangssignal zu kippen, das heißt, irgendwo ist dann da auch die PR-NDB. Der Ascher sagt, ja, wenn ich also durch die doppelte Gegenkopplung, nämlich die Gegenkopplung von dem Collector auf die Basis und vom Emitter als teilüberbrückter Widerstand, kann ich eine Eingangsimpedanz von 50 Ohm haben, dann habe ich aber im Ausgang 200 Ohm und umgekehrt. Bei der hohen Verstärkung stimmt es nicht mehr. Zumindest sagt die Simulation so, ich habe also einen Eingangswiderstand hier von 100 Ohm und einen Ausgangswiderstand von 90 Ohm. Relativ konstant. Was mir dann auch so ein bisschen Bedenken macht, sind natürlich die Transistoren, das sind NF-Transistoren, die haben eine Grenzfrequenz von 300 MHz. Für 12 MHz geht es. So eine ähnliche Schaltung ist auch im MÜ-BETX eingebaut. Und da sitzen ähnliche Verstärker, allerdings in einer etwas verbesserten Version, auch in der ersten ZF. Die machen mehr Verstärkung. Diese Verstärker machen nämlich 20 dB laut Simulation. Aber bei 45 MHz geht die Verstärkung schon um 3 dB auf 17 dB zurück. Und wie dann die Impedanzen sind, also das ist so ein bisschen
So, aus diesen Erfahrungen habe ich dann einen Pegelplan gemacht, weil das ist eigentlich immer das Wichtigste, um zu wissen, wo sitzen die Stufen, die die Verstärkung machen, wo gibt es eventuell Probleme. Das habe ich übrigens gelernt bei meinem ersten Job im QRL. Ein Pegelplan ist mit das Wichtigste, was man erstellen muss, um zu sehen, was passiert. Ich habe dann einmal gesagt, okay, was kommt raus, wenn ich meinen berühmten minus 107 dBm, also ein Mikrovolt, reingebe? Naja, dann habe ich 470 Millivolt Effektivwert hinten am Lautsprecher. Also bei 4 Ohm ist das eine kleine Leistung, man kann das Signal hören. Ja, und dann habe ich eine Simulation gemacht, dieses NFV-Verstärkers. Da ist er herausgezeichnet als eine Simulation mit LT-Spice. Und daneben ist das Signal im Zeitbereich. Und man sieht, ich habe das Eingangssignal gerade so gemacht, dass er anfängt unten zu klippen. So, und das passiert bei einem Eingangssignal von 8 Millivolt Spitze-Spitze. Wenn man das jetzt umrechnet, habe ich dann hier einen Pegelplan gemacht, wo ich sehe, ja, wo begrenzt das Ganze. Und das ist nämlich die unterste Zahlenreihe. Und ich sehe, bei einem Eingangssignal von S9 plus 16,5 dB beginnt die Begrenzung. So, und das ist ungefähr auch das, was man auf gewissen YouTube-Funkverkehr-Aufzeichnungen hören kann. Es gibt von einem australischen Funkamateur, der sein BETX40 vorstellte und auch im praktischen Wohnbetrieb sah. Und man hörte eine relativ laute Station, die sicher mit S9 plus irgendetwas kam, aber das Audiosignal war schon deutlich verzerrt und stieß an. Also das ist sicher ein Pegel, wo man sagen muss, woran liegt das Ganze? Naja, ich meine, diese Verstärkerstufe macht eine sehr hohe Verstärkung, ist nur ganz schwach gegengekoppelt. Ja, und dann muss es halt passieren. Wenn man da etwas anderes einsetzen würde, vielleicht einen Operationsverstärker, der eben bis zum Volt oder so aussteuerbar ist, ist es sicher besser. Ja, dann kam eben Ende letzten Jahres plötzlich Elfs A Made for It, kurz vor Weihnachten, ein Foto von einer ganzen Reihe von solchen Platinen heraus. Das ist nämlich dieser Mübe ETX, eine Erweiterung eben auf das gesamte Kurzwellenband. Und ja, ich habe dann lange überlegt, 109 US-Dollar ist ja eigentlich auch nicht viel Geld. Kaufen oder nicht kaufen. Dann habe ich gesagt, ach nee, also kurz vor Weihnachten, du machst dir ein Weihnachtsgeschenk selbst, du bestellst das Ding. Klar, es war wieder ein Riesenrun. Es gibt ein YouTube-Darstellung, wo der Asher Farhan selbst interviewt wird. Und er sagt, naja, er hätte also 1000 Platinen von diesem Mühe-BETX produziert. Wo man sagen muss, produziert, also indische Frauen haben garantiert nicht die SMD-Bestückung gemacht. Die SMD-Bestückung ist sicher mit einer Maschine gemacht worden. Nur die ganzen Spulen, die sind natürlich von Hand gewickelt. Und das macht auch Sinn. Ja, dann die Schaltung ist relativ einfach, nicht mehr so viele Verdrahtungen. Der Raduino steckt direkt über eine Steckverbindung auf der Hauptplatine. Es sind nur ein paar Verbindungen zu machen. Wichtig ist dieser 4,7 Kiloohm Widerstand auf der CW-Tastleitung. Immerhin kann er jetzt schon CW machen, weil sonst könnte eventuell, wenn der Eingang, der dann offen ist, dann den Mühe-BETX in Sendebetrieb verschieben. Und das will man natürlich nicht. So, Blockschaltbild, die Vorstufe entfällt, er hat nur im Empfänger eben zwei HF-Verstärkerstufen, zwei,
zwei Filter, ein Quarzfilter eben 12 Kilo oder 15 kHz Bandbreite, zweipolig allerdings nur, ist auch ein bisschen wenig. Was ganz raffiniert ist, wo ich dann allerdings auch wieder Bauchschmerzen habe, wenn er CW macht, dann wird der erste Mischer durch eine Gleichspannung außer Tritt gebracht und er schaltet sein VFO direkt auf die Endfrequenz. Und dann frage ich mich natürlich, ja, was ist die Tastzeichenformung? Wenn er dann tastet, gibt es ja ein ganz breites Signal, das wird durch keinen Filter irgendwie begrenzt, kann kritisch sein. Die Ausgangsleistung ist auch, bei 80 Meter kriege ich 10 Watt raus und am 10 Meter Band lächerliche 2 Watt. Das ist sicher auch nicht schön. Das ist möglicherweise eben auch eine Geschichte, dass die Endstufe nicht so ganz richtig dimensioniert und aufgebaut ist. Und vor allen Dingen mit Transistoren, die nun eigentlich wirklich keine HF-Transistoren sind, sondern Schalltransistoren. Ja, das ist der Schaltplan, da kann man eigentlich nicht viel sehen. Da hätten diese Endstufe mal rauskopiert. Das Quarzfilter ist ein bisschen aufgemotzt. Er hat jetzt immerhin 8 Quarzes, also von der Bandbreite her stärker beschränkt. So, jetzt muss ich jetzt ein bisschen. So, und der bidirektionale Verstärker sieht ein bisschen anders aus. Das ist eine Abweichung oder eine Variation von W7ZOI. Praktisch vorne wieder die normale Stufe, aber dann hinten 2 Emitterfolger dahinter, um praktisch diese Impedanz und die Rückwirkung zu minimieren. Was man allerdings auch sieht, es fehlt ein Duplexer hinter dem Mischer. Und da denke ich, das ist unschön, weil natürlich der Mischer nicht nur die Summen- und die Differenzfrequenz macht, sondern möglicherweise und mit ziemlicher Sicherheit bis in den Gigahertz jede Menge Nebenwellen produziert, die alle den Verstärker erstmal belasten, zusätzlich zu dem eigentlichen Eingangssignal. Also da müsste man eigentlich was tun. Na? Will er nicht? Oh. Das mache ich jetzt. Ja, ich drücke hier Seite runter und dann es geht nichts. Wie ärgerlich. Und Seite nach oben geht auch nicht. Hat er sich aufgehängt? Die Maus lässt sich bewegen. Ja. Einmal klicken. Der Fokus war nicht mehr auf dem Fenster. Ah, okay. Ja, das ist mal so eine Simulation des Original W7ZOI BETX oder bipolaren Verstärker. Man sieht, er hat hier die Gegenkopplung wirklich über ein RC-Glied gemacht und nicht nur über einen Widerstand. Und man sieht auch, die Verstärkung ist dann 15 dB, ein sehr schönes Eingangs-VSWR oder Eingangsrückkopplung. Die Rückwirkung ist minimal, bei 12 MHz laut Simulation 60 dB. Und die Ausgangsanpassung ist auch breitbandig gut mit minus 20 dB. Okay, so, der Verstärker in der V2 ESE ist leider ein bisschen schlechter. Der hat mehr Verstärkung, fast 20 dB, aber dafür natürlich bei 45 MHz einen Abfall von 3 dB. Klar. Das liegt einfach an der Grenzfrequenz der Transistoren. Das sind NF-Transistoren mit einer Grenzfrequenz von 250 MHz. Das muss einfach so sein. So, dann habe ich einen Pegelplan wieder gemacht. Man sieht zumindest durch den Wegfall der Vorstufe, ist mein maximales Eingangssignal, bevor der NF-Verstärker da begrenzt, immerhin S9 plus 26 dB, also um 10 dB besser. Das ist schon mal was. Das Problem ist aber immer noch der NF-Vorverstärker, der gleich geblieben ist. Da hat sich nichts geändert. Ja, so, dann habe ich natürlich das Ding oder erstmal mir angeguckt aus dem E-Mail-Verkehr in der Gruppe, wo gibt es Probleme. Erstmal natürlich die stark einfallenden Rundfunkstationen im 40-Meter-Band, die sind ja gleich nebenan, die werden durch das Vorfilter nicht
weggefiltert, dann keine AGC, die allerdings dann eben von vielen Usern mit ganz tollen und abenteuerlichen Lösungen dann eliminiert wurde, allerdings hinter dem NFV-Verstärker. Das heißt, wenn der begrenzt, kann auch eine AGC nicht helfen. Dann gab es die Tuning-Klicks, also das heißt, wenn man abstimmte, gab es immer ein leises Klick. Dann eine dumpfe Wiedergabe, da wurde einfach das Quarzfilter ein bisschen verändert und die Endstufe mit dem IR510, weil kein VSWR-Anzeige und keine Runterregelung der Endstufe möglich ist. Was mir dann auch so Bauchschmerzen macht, wenn ich jetzt wirklich ins Mikrofon reinbrülle, kann ich den ganzen Sender, natürlich den ganzen Senderzug übersteuern. Ich kriege ein breites Signal, es ist auch nicht schön. Also es fehlt da etwas. Ja, dann habe ich nach ungefähr 6 Wochen nach der Bestellung kam mein BETX 40 und ich habe dann angefangen, mal das Ding zu verdrahten. Der erste Aufbau war also enttäuschend, weil es fing plötzlich an zu heulen und ich dachte schon, oh, jetzt musst du im LM386 was tun. Das Problem war plötzlich dann weg, nachdem ich dann meine HF-Verbindung über RG174 gemacht habe. Kann sein, dass es eine Einstreuung auf den LM386 war. Ja, und dann natürlich das Eingangspotentiometer. Man hörte eben die leisen Tuning-Klicks, die man wegkriegt, wenn man die Versorgungsspannung für den Arduino über ein RC-Glied, also 100 Ohm, 1000 Mikrofarad, entkoppelt. Dann soll das weg sein. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das erste ist natürlich Empfindlichkeit. Gut, ich habe ein einigermaßen gut ausgestattetes Labor zu Hause mit professionellen Messern an. Minus 107 dBm reingegeben, dann über ein Stabilog 4040 mit Psophometerfilter, das heißt eine bewertetes Aussignal kriege ich also bei Mikrovolt kriege ich meine 20 dB Sinat. Das ist schon mal ein guter Wert. Ich brauche letztendlich auf Kurzwelle auch keine Superempfindlichkeit. Ich brauche eigentlich viel mehr die Aussteuerfähigkeit auf große Eingangssignale. Ja, was mir dann allerdings so ein bisschen Sorgen bereitete, ist die Geschichte, wenn ich jetzt den Eingangspegel erhöhe, müsste sich eigentlich auch der Sinat verbessern. Das tat er nicht, also 30 dB, dann war Schluss. Auch wenn ich sage, ich messe nur S plus N zu N, da tat sich auch nicht viel. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Was mir dann auffiel, ich habe also das Gerät noch nicht irgendwie an der Antenne gehabt, um mal zu hören, wie hört es sich dann an. Wenn ich aber jetzt den Messer änderte, hörte ich einmal das Pfeifen zu niedrigen Frequenzen und dann wurde es wieder hoch. Ist da irgendwie mein Quarzfilter falsch eingestellt oder was ist da? Das kann irgendwie nicht sein. Also eigentlich müsste ich ja in beide Richtungen hören, okay, plötzlich ist das Signal da und dann wieder weg mit zunehmender Frequenz. Aber ich kann nicht praktisch wie so ein Doppelseitenbahnsignal hören und dann wieder hören. Ja, dann habe ich hin und her probiert und gesagt, ja gut, also du musst wirklich mal die Bandbreite deines Filters wobbeln. Dazu muss man natürlich dann in die Schaltung rein, Kondensatoren entfernen, mit dem entsprechenden Netzwerkanalysator rein. Zunächst mal, das Filter sieht erstmal gut aus. Ich weiß, aus dem BETX 40 gab es also Veröffentlichungen von Funkamateuren, die da ganz fürchterliche Ripple im Durchlassbereich hatten. Die 3 dB Bandbreite ist immerhin 2 kHz. Als weiteres habe ich hier gemessen mit dem Signalgenerator, also minimal 611 Hz, maximal 1,6 kHz Bandbreite. Demnach wäre 1 kHz gewesen. Das ist natürlich viel zu niedrig. Das ist dieser Muffle-Sound oder dumpfe Wiedergabe. Und ich habe gemessen die Frequenz des BFO, 11,998051 MHz. So, wenn man sich das anguckt in dem Plot, wenn jetzt also mein FANWT auch richtig kalibriert ist, ist der BFO mitten im Durchlassbereich des Filters.
Ja, und wenn dann natürlich da irgendwo an der Kante ist, dann gibt es natürlich diesen Effekt, dass ich eben praktisch das andere Seitenband höre. Tja, was macht man dann? Hier unten ist die Schaltung des BFO abgedruckt. Die Spule gibt es nicht, die ist durch eine Drahtbrücke ersetzt. Den Trimmer gibt es auch nicht, da gibt es nur den Festkondensator mit 447 Picofarad. Ich muss also die Frequenz des BFO irgendwie weiter zu höheren Frequenzen ziehen. Und das macht man so, indem man praktisch diesen Festkondensator entfernt und durch einen Trimmer ersetzt. Und dann habe ich eben den Trimmer auf, oder den BFO auf 11,998888 MHz eingestellt, also praktisch so auf die Flanke, wo ungefähr 20 dB weg, und kriege dann eine Bandbreite von ungefähr 2 kHz. Unsere Grenzfrequenz ist dann irgendwo bei 400 Hertz. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, so weit war ich. Dann wollte ich jetzt endlich auch mal Messungen machen am Sender. Und ich hatte das auf dem Labor, irgendwo dann auch meine Versorgungsspannung und das Abstimmpulte hing dann auch herum. Und dann passierte es. Ich habe allerdings vorher noch gemessen, erstmal erhebliche HF-Reste am Demodulator-Ausgang. Das ist ja nur ein Gegentakt-Demodulator. Der hat natürlich nur eine begrenzte Trägerunterdrückung. Das heißt, HF ist da immer noch vorhanden. Und die ist nicht gerade niedrig und die ist selbst noch an dem Ausgang des NFV-Verstärkers zu messen, nämlich mit 5 mV Spitze-Spitze. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass ich im Sendebetrieb eben auch noch erhebliche HF-Reste habe. Das heißt, die Trägerunterdrückung ist sicher nicht berühmt. Dadurch, dass ich jetzt mein BFO verschoben habe, wird es möglicherweise besser werden. Ja, aber das wollte ich eigentlich jetzt genau messen. Tja, und dann passierte es. Irgendwie ist mir wahrscheinlich irgendein Eingang von dem Arduino Nano, wahrscheinlich hier am Podi, das habe ich jetzt mit Tesafilm abgeklebt, mit 12 Volt in Berührung gekommen. Und ich weiß aus dem E-Mail-Verkehr, dass das anderen Funkamateuren auch passiert ist. Und die Folge ist, dass der Nano sofort gehimmelt ist. Und ich hörte noch, das war das Schöne, ich hatte meinen Antenneneingang mit einem Dummy-Load verbunden und dann den FANWT, um mal Leistung zu messen. Und ich hörte auf 7,101 Megahertz so ein bisschen piepsig, CQ-Contest, ganz leise. Also irgendwie kam da schon HF über irgendwelche Wege rein. Und ich wollte diesen guten OM dann mal scharf einstellen, ging aber nichts mehr. Ja, ausgeschaltet, eingeschaltet, nichts. Nano gehimmelt. So, der Nano ist ursprünglich fest aufgelötet. Den muss man dann auslöten. Das ist mir zum Glück gelungen. Ich habe den dann auf Sockel gesetzt und ich muss dann natürlich das LCD auch mit über Abstandsstücke verbinden. Ich habe es dann nachher so gemacht, einen neuen Nano genommen. Die kosten ja jetzt nur noch 3 €, wenn man sie über gewisse Quellen bezieht. Das Original-Sketch von dem Asha Farhan konnte ich nicht mehr kompilieren. Das ist mir im letzten Jahr mal gelungen, jetzt nicht mehr. Ich kriege irgendwelche komischen Meldungen. Und ich muss sagen, ich bin kein passionierter Programmierer, kam damit nicht zurecht. Allerdings die verbesserte Version von dem PE1 NWL ging. Dann habe ich also die aufgespielt, dann mit etwas Zittern den Nano geladen mit dieser neuen Firmware, eingeschaltet, oh ja, es geht wieder. So, das war aber jetzt im Laufe dieser Woche. Und ich habe noch nicht weitere Versuche gemacht, weil ich muss doch vielleicht das Ganze in ein bereits vorgefertigtes Gehäuse setzen. Frontplatte muss ich noch neu machen, um dann weitere Messungen machen zu können. Ja, da unten ist die Frontplatte, die ich mal dann fräsen möchte. Man sieht, ich will erstmal einen S-Meter einbauen.
dann auch eine relative HF-Anzeige, das heißt, es kommt so eine VCR-Messbrücke rein in den Senderausgang. Und ich mache es gibt eine Version von dem PE1 NWL Version 02, mit dem man auch RIT und dann CW einstellen kann und USB, LSB, man kann den VFO auf 19 MHz dann setzen, statt auf 5, etc. Ja, und für MÜ-BETX, wie gesagt, er kam Anfang der Woche und ich habe es leider noch nicht geschafft, den jetzt durchzumessen. Das werde ich allerdings machen und ich werde auch die Ergebnisse dann veröffentlichen. Ja, das war es eigentlich zu meinem Vortrag. Gibt es dazu Fragen? Ja? Ich habe eine Frage zu Ihrer SPD-Regelung mit dem AD8307. Wo speichern Sie dann die Regelspannung ein? Also, das S-Meter selbst werde ich wahrscheinlich an dem Ausgang des Balance-Demodulators anschließen. Ich muss natürlich vorher eine ganz harte Filterung machen, weil der AD8307 ist natürlich breitbandig. Der wird natürlich auch HF-Reste sehen. Die müssen eliminiert werden. Parallel dazu wollte ich mit einem NE5534 eine NFV-Verstärkung machen, um das dann auf diesen SSM 2167 zu geben. Den gibt es auch von eBay, so eine ganz kleine süße Platine, weil der Chip ist auch Mini, der mir dann praktisch auch eine AGC selbst macht. Das ist ja ein Verstärker, der linear verstärkt und dann auch eine Verstärkungsbegrenzung macht. Der hat allerdings auch einen Ausgang, wo man eventuell einen S-Meter anschließen könnte, weil er gibt die interne Regelspannung auch, oder man kann sie abgreifen. Das heißt also, Sie regeln nur die NF-Spannung? Ja, ich kann nichts anderes. Es sei denn, dass ich jetzt irgendwo wirklich in den BETX eingreife, da irgendwo eine Pin-Diodenregelung oder irgendwas Vernünftiges mache. Also bitte nicht irgendwie nur Arbeitspunkte von irgendwelchen Vorstufen ändern, wie das auch vorgeschlagen wurde. Das bringt nichts. Im MÜ-BETX ist es eine Gegentaktendstufe. Haben Sie die Schaltung nochmal angeschaut? Ja, die ist meines Erachtens verbesserungswürdig. Nee, die funktioniert gar nicht. Nee, ja, die kann nicht funktionieren. Ja, kann nicht funktionieren. Genau. Aber die Dinger waren ja ausgeliefert. Was ist da anders denn, Herr Augenmann? Denn die Schaltung kann nicht funktionieren. Also ich denke, wir können uns das gleich mal angucken. Ich habe die Platine hier. Ich weiß nicht, also ich kenne keine Information, dass da an der Schaltung der Endstufe irgendetwas geändert wurde. Es haben nur Amateure versucht, andere Transistoren einzubauen, aber die Schaltung selbst ist so geblieben. Ja, ich weiß. Da fehlt diese Symmetriedrossel. Genau. Über Einzeldrosseln zusammen. Ja, das ist der Fehler. Genau. Das weiß ich. Also die Endstufe selbst kann ja mit einer höheren Betriebsspannung versorgt werden. Und das haben wohl Leute auch gemacht, weil sie eben mehr Leistung haben wollen. Aber wenn die Schaltung nicht funktionieren kann, dann bringt auch höhere Spannung nichts.